Seit 2016 haben wir uns auf den Weg gemacht, die Werkstattpädagogik immer mehr in unserer Kita zu integrieren. Und ein Vortrag von Christel van Dieken hat mich damals, ja, hat mir gezeigt, stimmt, das ist wirklich so, wie sie es sagt, nämlich, dass wenn sie in Kitas kommt, dass in den Puppenecken die Babypuppen entweder nackt im Backofen liegen oder irgendwo in der Ecke und dass das nicht sein darf. Und sie hat gezeigt, dass man das anders machen kann und das haben wir aufgegriffen. Seht jetzt selbst mal. Das ist leider oft das Schicksal der Babypuppen. Um zu vermeiden, dass unsere Puppen auch einfach nur lieblos nackt in der Ecke oder im Backofen rumfliegen, haben wir es so beherzigt, wie Christel van Dieken vorschlägt. Diese Babypuppe hat eine persönliche Beziehung, eine Rolle von uns bekommen. Sie wurde angekündigt, es wurden Adoptivmamis oder Pappeltern gesucht, Pflegeeltern. Kinder, die sich darum kümmern können, die wissen, wie man mit einem Baby umgeht. Dann wurde die Umgebung vorbereitet. Wir haben bei den Eltern Sachen gesammelt, von der Babywiege über Flaschen, über Hipgläschen, über Molton-Tücher, alles rund ums Baby und haben ganz viel Spenden bekommen von den Eltern. Und ja, erst als die Umgebung vorbereitet war, ist dann tatsächlich die Babypuppe bei uns eingezogen. Sie hat einen Namen bekommen, es ist Lisa und alle Kinder kümmern sich liebevoll um sie. Im Austausch mit den Kindern ist das letztendlich dann gar nicht nur ein Baby bei uns angezogen, sondern zwei. Lisa und Paul wohnen jetzt bei uns in der Kinderwohnung und werden liebevoll versorgt. Und wie alles bei uns ist es dann in den Fächern so eingeräumt, dass Fotos den Kindern zeigen, was wohin gehört. So können sie alleine Ordnung halten.